Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. So, wir sind hier auf Schnappi-Jagd und machen mal alle Schnappis kaputt, die wir so finden können. Und alles, was sonstig noch ergibt. Weil wir brauchen Erfahrungspunkte. Es wird nur noch eine Stufe aufgestiegen, würde fehlen, damit wir in der Arena gegen den einen Balltypen da kämpfen können. So, das wollte ich damit sagen. Gut. Ich speichere das jetzt wieder. Das hat uns zwar jetzt ein bisschen Leben gekostet, aber Wurst. Und wir machen mal die Truhe auf. Oh, die ist nicht verschlossen. Das ist super. Schlüssel. Dieser Schlüssel stammt aus einer Höhle vor der Klosterruine. Fleischschwanzenverzauberung, Dietrich, verwitterte Axt, grobes Schwert, Erzbröckchen, ein paar Pfeile noch und ich glaube, das ist Feuerball, glaube ich, oder so, die Spruchrolle. So, Feuerpfeil ist es, okay, fast richtig. Super. Da kriegen wir halt schon Items, die wir erst später, ja, suchen würde. Aber da wir jetzt da schon hier sind, nehme ich einfach alles mit. Wichtig ist, dass ich sowas nur nicht verkaufe, falls das möglich ist. So. So. Mein Ragüchen wegsaufen, wegfuttern, so. So, und ein bisschen gebratenes Fleisch, glaube ich, noch dazu. Dann passt das schon wieder. So, das ist schon okay. Das ist eine gute Basis. Das passt schon mal. So, dann klatschen wir noch die paar Schnappis um. Wie schauen wir aus mit Erfahrungspunkten? Oh mein Gott, da fehlt noch viel. Ich glaube, das kriege ich nicht zusammen. Das kriege ich, glaube ich, nicht zusammen. Stufe 10. Wird, glaube ich, schwierig. Wäre schön, aber ist, glaube ich, schon eine Hausnummer. So. Da, 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 da. Aber wir schauen einmal. Vielleicht haben wir ja noch Todglück und es klappt. So. Aber die eine Quest mit den Banditen, das kannst du schon mal knicken. Das mache ich nicht. Komm nur, vielleicht bist du auch so blöd und fällst runter. Dann haben wir wieder geschenkte Erfahrung. Naja, wobei, es wäre eigentlich egal. Aber ist wurscht. Brauche ich mich weniger heilen. Und? Patsch. Trottel. Gut, können wir schön entgegengehen. Es ist praktisch, was soll man machen, ne? So kann man Ressourcen sparen. Na, 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 na. Idiot, 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 Idiot. Dämlicher Schnappi. Ich bedanke mich. Ja. Gewusst wie. So kommt man als Lowy ganz einfach an Erfahrungspunkte. Das können wir übrigens mit den anderen auch noch machen. Sie einfach mal triggern und hoffen, dass sie runterfallen. Da. Na, jetzt habe ich mich verspeichert. Hoppala, Entschuldigung. So, ist nicht schlimm. So, wo sind denn die Deppen? Einer ist noch hier, zwei sind noch hier. Okay. So. Ich stelle mich auch absichtlich mal hier hin. Da hoffe ich, dass die Deppen runterfallen. Der eine sowieso. Na, der ist zu schlau. Ich glaube, ich träume. Wo gehst denn du hin? Der ist zu schlau. Ich glaube, ich träume. Damit habe ich nicht gerechnet. Obwohl, jetzt. Ich nehme alles zurück, er ist gar nicht so schlau. So, den Bulmer auch noch schön. Der wird es höchstwahrscheinlich schaffen. Da stimmt schon mal die Richtung. Ich werde ihn trotzdem versuchen, noch auszutricksen. Ja, und?
Hallo? Schnappi? Die sind alle intelligenter als ich, das ist schlecht. Hallo? Wenn er da hinten runterfällt, ist glaube ich nicht so schön. Dann stirbt er mir wirklich weg. Aber der andere bemüht sich schon mal rauf. Ja, hallo? Du kannst auch runterfallen, ist überhaupt kein Problem. Ich würde es begrüßen. Ehrlich, schwöre. Ja, geht schon. Danke. Sehr zuvorkommend. Da haben wir schon den ersten. Ja, wo willst denn du hin? Dankeschön. So einfach geht das. Ja, ja. So. Und den zweiten machen wir auch noch schön platt. Huch. Oh. Oh, jetzt. Boah, jetzt hatte ich schon kurz geschwitzt, ey. So, passt. Das hätten wir auch erledigt. Können wir auch gleich speichern. So. Ja, es ist halt... Ja. Man muss sich nur zu helfen wissen. Inzwischen geht die Sonne, glaube ich, auch schon wieder auf. Schön langsam. Ich merke gerade, es ist schon wieder sehr dunkel. Da werden wir gleich... Warte. Werden wir gleich Licht machen. So. Extra für euch. Und dann werde ich noch schnell hier ein bisschen was essen. Auch ein bisschen Reis noch. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. So. Perfekt. So. Und das Ganze speichere ich noch, für den Fall, dass ich selber darunter stürze. Das kann auch passieren. Wenn man ein bisschen schusselig ist, so wie ich, passiert das recht leicht. Heureka. So, dann schauen wir uns mal da drüben um. Ist schon alles tot? Oder gibt es noch was für uns? No, da schaut doch mal nichts aus. Nein, nein, nein. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Hier sind wir. Da hört man auch schon den nächsten Troll. Boah. Ja, hier sind noch ein paar Fleischschwanzis. Die machen wir natürlich auch gleich kaputt. So. Da hört man schon den Troll herumwetzen. Oder auch nicht. Ah, da wären noch ein paar Schnappis drin. Ui, das ist jetzt verlockend. Das ist jetzt verlockend. Da kann ich fast nicht Nein sagen. Ja, da muss ich rein. Das ist zu verlockend. Ich werde jetzt einen Verwandlungszauber sprechen, wenn es möglich ist. Und zwar werden wir jetzt uns in eine Fleischschwanze verwandeln. Das ist jetzt... So, und... Oh, jetzt wenn ich Magie... Warte mal, ich muss schnell was saufen. Vielleicht klappt's jetzt. Jetzt muss ich kurz schauen, wie viel... Habe ich jetzt die Spruchrolle versaut? Ist die jetzt kaputt gegangen? Na, Glück gehabt. Okay, nochmal. Ich versuch's nochmal. Ja, klappt schon. Na, 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 ich bin eine Fleischschwanze. Klein und unschuldig bin ich. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das hier öffnen kann. Yeah! Passt. Sehr, sehr gut. Dann, so. Meine Waffe. Und das kann man auch gleich speichern. So. Das ist jetzt ein Schmäh, das wäre eigentlich für später gewesen. Aber ist egal. Für die Schnappis tun wir ja viel. Wenn sie jetzt nicht respawned sind. Hallo? Jetzt sind sie weg. Ach komm, da waren doch mindestens drei.
Wow. Da sind sie. 5 sind sogar. Das war jetzt unfair. Habt ihr das gesehen? Die waren nicht da. So, ich probiere es nochmal. Voll der Ladefehler, ey. Wenn ich draußen bin, ist besser. Hallo? Das ist komisch. Das ist mehr als komisch. Da sind sie. Okay. Da können wir jetzt arbeiten. So, 5 Schnappis, das ist super. Das sind fast 1000 Erfahrungspunkte. 2, 4, 5, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Stimmt, der Troll kommt erst später. Der kommt, glaube ich, erst dann, wenn man den Fokusstein hat. Komm, komm, komm. Jawohl. Knapp, aber es ist noch gut ausgegangen. So, so schön langsam gehen meine Vorräte zur Neige. Das essen wir mal. So. Habe ich noch irgendwas Leckeres? Ja, das nehmen wir noch. Die Keulen, 2 Stück. Passt. Und gleich wieder speichern. So. Gut. Dann der nächste. Die nächsten, um Gottes Willen. Nein, nicht die nächste, der nächste, bitte. Nur einer. Ja, du reichst vollkommen derweil einmal. Komm nur her. Sehr gut, dann hätten wir das auch. Oh Gott, es ist wieder dunkel. Ah, das ist schlecht. Ich sehe jetzt wieder nichts. Ich habe kein Licht mehr. So. Passt. Der nächste ist geplättet. Dann futtern wir noch das Fleisch hier weg. So. Und der Schüssel Reis dazu. 2 vielleicht. Nehmen wir 2. So. Passt. Können wir das speichern. Boah, ich hoffe, ich kann das... Ich krieg das hell genug, dass ihr da was seht. Ich überlege gerade. Ich habe, glaube ich, keine Möglichkeit, sonst irgendwie Licht zu machen. Eine Fackel auf den Boden schmeißen hilft nämlich auch nicht. Die brennt nur in der Hand. Ja, ich hoffe, das geht trotzdem. Oder soll ich warten? Wie spät haben wir es denn eigentlich? Oh Gott, erst Mitternacht. Ich glaube nicht, dass es hier ein Bett gab. Oh je. Warte, ich könnte noch eines machen. Warte, ich probiere hier. Geht das hier? Warte. Geht das hier auf Helligkeit? Oh Gott, das ist zu hell. Für mich. Ich kriege gerade Augenkrebs. Aber ich hoffe, dass es für euch besser ist. Ja. Ja, ich hoffe, dass es besser ist. So, dann schauen wir mal. Boah, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ha, meine Augen. Okay. Aber für euch ist mir nichts zu schade. So, komm nur, du Gesindel. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Na, 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 na. So. Sehr gut. Das lief gut. So, da waren es nur noch 2 und dann können wir hier schon uns verschüssen. Tschüss, tschüss. Dann fällt mir momentan noch nichts ein. Ich habe auch keine Ahnung,
ob wir mit einem Sumpfhai schon fertig wären. Ich meine, es wäre ein Blödsinn, weil wir können, glaube ich, noch keine Sumpfhaie looten. Das wäre halt dementsprechend nicht so klasse. Ja, komm nur. Sehr gut, dann haben wir nur noch einen und dann passt das. Dann sind wir hier schon fertig. Dann werden wir ins alte Lager düsen und dann mal uns eine Mütze Schlaf gönnen. Sehr gut. Das lief gut. So, nochmal was essen. Mal ein Stück Käse. Ein Brot. Und das Schinkerl. So ist gut. So. Es wird eh ganz langsam, wird's hell. Und dann geht's auch schon weiter. So, komm her, du. Mistviech. Oh, da rennt der los. Okay, der freut sich schon so. So. Bitteschön. Erledigt. So. Das speichere ich jetzt auch noch schnell. Und dann können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Ich weiß, ich blute hier. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass es hier irgendwo ein Bett gegeben hätte oder. Aha. Ist da jetzt noch einer? Okay. Da hatte ich jetzt, glaube ich, Glück, dass ich da weggelaufen bin. Sonst hätte er mich jetzt gefangen, also geschnappt und weggesnackt. Okay. Und ein bisschen an Reis noch. So, dann machen wir den auch noch platt. Mir soll es recht sein. Null Problemo. So. Hallo, kommen Sie. Und dann können wir uns wieder schleichen, glaube ich. So. Guten Tag. Sehr gut. So, passt. Sind wir jetzt hier fertig? Nach 20 Jahren. So. Schaut gut aus, glaube ich. Schauen wir uns noch kurz den Punktestand an. Ja, einen guten Tausender wird man noch brauchen. Wow, das hat sich voll ausgezahlt, ey. Einen guten Tausender wird man brauchen. Was haben wir denn hier noch? Hier sind auch noch Schnappis. Oh, ich glaube, wir kriegen es zusammen. Ich glaube, wir hätten ein richtiges Glück. Ich glaube, wir bringen es zusammen. Wartet kurz. Ich werde nachher gar nichts mehr haben, glaube ich, an Essbarem. Das werde ich verbraucht haben komplett. Aber für die Erfahrungspunkte ist es mir wert. Es wäre halt echt schön, wenn es schon hell werden würde. So. Das wäre wirklich schön. Wir haben 2 Uhr morgens. So, das dauert noch. So, dann probiere ich mein Glück. Ob wir hier noch ein paar rauspullen können. 4 Stück sind es, gell? Das ist kein Tausender leider. Ah, macht nichts. Ich muss nur schauen, ob da hinten wohl keiner spawnt, ey. Sonst bin ich des Todes. Aber vielleicht können wir noch irgendwas Kleines noch zusammenkratzen an Getier. Und dann passt das doch auch. So. Sehr gut. Das lief hervorragend. Zack, zack. Ein bisschen Reis noch. Ein bisschen Käse. Nochmal ein Reis. Noch ein Reis. So, passt schon. So. Und weiter. Und weiter, weiter. Ich weiß, es ist nicht spannend. Hoppala. Ich weiß, das ist alles andere als spannend, aber so blöd sich das anhört, es ist leider zweckmäßig. Komm nur, du Gesindel. Oder war hier der Bluthund drin? Ich weiß es nicht mehr. Oder war es ein Schattenläufer oder gar nichts mehr von beiden? Oder kommt das erst später? Das könnte auch sein. Ich hab's vergessen. Aber ist ja wurscht. Schnappis sind gut.
Ich habe mir gerade eingefallen, ich habe die ganzen schwarzen Goblins vergessen. Ich glaube, wir bringen das Level Up doch noch zusammen. Ich muss nur noch mal zurückgehen dann zu dem Fluss. Und dann kriegen wir das, glaube ich, schon hin. So. So. Das noch hier ausnehmen und das noch. Puh, die Trollkirsche ist giftig. Gut, da muss man aufpassen. Und das esse ich auch noch. So, das passt schon wieder. So, und dann haben wir nur noch zwei. Dann schauen wir uns die Höhle da an. Vielleicht ist da noch eine schöne Truhe für uns. Oder im schlimmsten Fall ist hier ein Bluthund. Na, nicht zwei. Einer reicht. Dann probiere ich es mit dem da zuerst. Ja. Das klappt schon mal. Dann können wir den anderen noch machen. Ist da wieder was gespawnt? Noch nicht. Alter, ein ganzer Schnapperfriedhof hier. Passt irgendwie zu den Ruinen, ne? So. Sehr gut. So, immer schön her. Dann kriegen wir auch ordentlich Kohle. Hoppala, ich glaube, das war jetzt nicht schlau, dass ich das getrunken habe, aber ist ja wurscht. Speichern. So. Passt. Na? Geht nichts? Doch. Jetzt noch den. Hoppala, den Einschnappi noch. So. Der kleine Schnappi kommt zu Papa. Läuft er oder geht er? Er geht, okay. Er ist gemütlich. Da auf der Seite liegt auch ein Heiltrank, sehe ich gerade. Sehr gut. Den heben wir natürlich auch auf. Hoppala. So. Ein Trankerl. So. Ich werde, glaube ich, mich jetzt nicht mehr heilen. Ich werde das jetzt mal drauf ankommen lassen. Ich speichere nur. Mal schauen, was da drin ist, weil ich möchte dann sowieso eine Runde schlafen. Und dann sollte das, glaube ich, schon wieder klappen. Gut. Hier ist noch kein Ungetüm. Hier hinten vielleicht. Ich bilde mir ein, es könnte ein Schattenläufer sein, weil da muss ich die Beine mehr als wie in die Hand nehmen. Weil der verjausnet mich. Alter. Ja. Ist ein Schattenläufer. Gut, ich laufe jetzt mal auch aus dem Schatten. Tschüssikowski. So. Ich hoffe, der verfolgt mich jetzt nicht bis in die Stadt, sonst muss ich nochmal laden. Aber ich hau jetzt mal ab. So, jetzt sind wir momentan mal hier fertig. Klar könnte ich mir jetzt noch den Fokusstein holen, aber das möchte ich jetzt nicht. Aus einem bestimmten Grund, weil ich möchte auch dann noch die Trolle hier killen, die hier sind. Und ich muss sowieso dann wieder her, also tut das jetzt nicht Not. So. Es wäre halt schon cool, den Schattenläufer hierher zu pullen, zu hoffen, dass er da runterfällt und ihn dann besiegen. Ah, was soll's. So, jetzt gehen wir nach Hause. Dann legen wir uns hin. Und dann schauen wir noch, ob wir noch irgendwie das Level Up hier vollkriegen. Zur Not kill ich echt noch ein paar Blutfliegen, wie es mir wurscht. Ich blute hier jetzt mal alles voll. Das ist Dünger für die Wiesen. Ja. Ganz genau. So. Ja, ja. Ah, da haben wir noch eine Waldbeere. Die Firma dankt. So. Da ist noch eine. Sehr gut. So.
Dann können wir bei Diego gleich noch ein bisschen unsere Stärke aufmotzen. Da ist noch was. Das ist sehr gut. Jo. Grüß euch, Burschen. Habt ihr euch wieder beruhigt? So. Hallo, ich blute hier alles voll, aber sonst geht's mir gut. Kein Grund zur Sorge. Immer wieder dieselbe Leier. Muss eben auch Grüß das Leben euch. vorwärts. So. Ich höre nicht auf das Gefasel. Diego, darf ich mal kurz dein Haus vollbluten? So. Und legen wir uns hin und pennen wir mal bis zum nächsten Morgen. So. Genau. So. Gut. Da ist unser Freund. Jetzt können wir nochmal speichern. So. Dann würde ich sagen, ich muss mal kurz nachschauen. Der Typi brauchte 55 Stärke. Okay. Wir haben Stärke 52. Das heißt, ich brauche nur 3 Skillpunkte dafür. Okay. Okay. Hallo Hallo. Diego. Ja. Ja, die Münzen kann ich noch abgeben. Sind noch 22 Erzbrocken. Jawohl, Servus. Und beibringen. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern Ja. oder deine Kampfkraft zu steigern. Okay, ich möchte gern stärker werden. Zweimal und dreimal. Die Firma dankt. Servus. Deine Kampfkraft ist um einiges Ja. gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Richtig. Tschüssi. Mach's gut. Und zack. Jetzt haben wir einen rostigen Zweihänder. Sehr fein. Jetzt bräuchte ich jemanden, der mir im Zweikampf helfen könnte. Ach, falsche Taste. Der mir im Zweikampf was beibringen kann, Lehre im alten Lager. So. Sketti Einhand. Huno Schmied. Snuffis Koch. Fingers Taschendiebstahl. Diego stärker Geschick. Fingers Taschendiebstahl. Okay, hier gibt es keinen. Dann gibt es den halt nur im neuen Lager und das ist Kord. Nicht wahr? Neuen Lager. Pasta ist Akrobatik. Das haben wir dann auch bald. Bogen, Schleichen. Ja. Kronos ist Mana. Söldner Blade schmieden. Kord ist Einhand. Na doch, kein Zweihänder. Oh! Einhandschulen. Jeremiah. Reisschnaps brennen. Lares Stärke Geschick. Oh. Doch kein Zweihänder. Das wundert mich, konnte ich nicht auch Zweihänder lernen? Oder das ist einfach nicht eingetragen, das könnte auch sein. Mitglied des Schwurverbundes. Ach so, das ist das. Okay. Muh, dann habe ich mich wohl getäuscht. Außerhalb der Lager, Aiden. Aiden ist Tiere ausweiten, Kavalon schleichen, Bogen. Einer der Templer, Minecrawler haben wir schon. Gestat, Jäger, Viecher ausweiten. Gornak ist Zangen, Logan ist Jagd beibringen. Okay, mehr ist da nicht. Ja, okay. Fell, Zähne, Haut, Krallen, Zangen. Ja, da fehlt noch einiges. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht mit zwei Händen. Dann später wahrscheinlich. Okay? In der Burg drin gibt es sicher dann jemanden, der das kann. Vielleicht kann das Kord auch später, wenn wir uns den Banditen angeschlossen haben. Das könnte auch sein. Egal, wir haben jetzt eine recht feine Waffe. Das ist gut. Zur Not können wir noch auf den Einhänder switchen, wenn wir mehr Damage brauchen. Oder wenn wir schneller zuschlagen müssen. Weil der Zweihänder ist natürlich sehr langsam. Gut.
Ja. Dann würde ich sagen, als nächstes könnten wir nochmal uns aufmachen zu der Höhle beim Wasser, beim Fluss, genau, um die Goblins noch eins auszuwischen. Das werden wir machen. Und dann, wenn wir noch immer keine Stufe aufgestiegen haben, was schade wäre, aber ich glaube, das kriegen wir hin, weil die geben, glaube ich, ein 100er pro oder 80. Dann haben wir Stufe 10, dann können wir das noch mit der Arena machen. Dann können wir den noch herausfordern. Da werde ich aber den Einhänder, glaube ich, nehmen, weil ich einfach viel schneller zuschlagen kann. Jo, das ist einmal mein Plan. Und dann, wenn wir das auch haben, dann werde ich, glaube ich, mich ins neue Lager aufmachen. Jo, weil das mit Starkbier, ich glaube, das sind... Das kriegt man, glaube ich, wirklich nur in der Burg. Glaube ich. So. Gut. Dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir die Goblins hier noch Platz und hoffen auf ein Level Up. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Was heißt jetzt bin? Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. So. So sollte es sein. Also dann. Tschüssi.